Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs im Annihilator 1A mit einem Bild, der einen Alpha Strike von ungefähr 35 auf die Waage bringt. Also irgendwie so, so in erster Linie mag man vielleicht denken, aber das Teil hat definitiv unfassbar bombastisches Potenzial zu zerbomben. Und zwar 2 Extended Range Small Laser. Booyah. Ich mag den Sound davon einfach. Und dazu 2 Ultra C5er und 2 Ultra AC10er. Und Leute, haltet mal die Backen hier. Man, ich glaube, man versteht mich gar nicht, wenn ihr die ganze Zeit dazwischen quatscht. So, auf jeden Fall, weil es sich... Was? Den können wir aber wohl mal hier reporten. Report Player. Non-Participation Suiciding. So. Solltet ihr immer machen, wenn irgendjemand so eine Scheiße macht, weil das geht gar nicht, dass Leute sich hier selbst in die Luft werfen für warum auch immer. What und whatever. So, auf jeden Fall. Weil es sich hierbei um Ultras handelt, ist das Potenzial, was die Dinger haben, einfach immens. Das Schadenspotenzial, was man in kurzer Zeit raushauen kann, einfach innerhalb von so 4 Sekunden, 3,5 Sekunden, 3 Sekunden? 3,5 Sekunden sind es. Ach, keine Ahnung. Sagen wir mal um die 3 Sekunden. Ne, da haben wir dann schon mal so über 100 Damage zusammen, wenn nichts blockiert. Und das ist super geil. Natürlich wird zwischendurch was blockieren, auch gerne mal in einer wirklich beschissenen Situation. Aber eine von den Kanonen wird immer funktionieren und zur Not haben wir noch die Laser. Und das Teil hat so viel, so fucking viel, krass viel Panzerung durch die Skillung. Das ist auch super geil. Warum sage ich super geil? Verpiss dich aus meinem Kopf. Hier ist super geil. Wobei, der Typ ist schon ziemlich cool. Wie heißt er denn noch? Der die Supergeil-Werbung macht. Ach ne, ist auch egal. So, auf jeden Fall ist hier das MILF-Boat am Start. Danke für das Deckel, PGI. Und ich liebe es. Max, I like to fight. Ist deren Aussage bei dem MILF-Ding. Aber es steht halt MILF. Und es ist egal, was jeder damit meint oder so. Es steht MILF und fertig. Und Raketenhagel. Out of range, da wird schon mal rumgelasert, da hinten steht irgendwie was. Na, nee, out of range. So knapp out of range. Nee, Quatsch, gar nicht mal knapp out of range. Unsichtbare Karten oder so. Nun denn, schieben wir es mal weiter an die Front. Das Ding ist einfach auf wirklich in allem gut. Mid-Range, also mittlere Reife, so 500 Meter, 600 Meter geht auch noch klar. Aber so bevorzugt gerne 300 Meter oder auch Nahkampf, da kann einfach alles. Snipen, nicht so perfekt, aber es ist möglich. Dann mache ich mit. Zerschmettert den Schnee. Oh, hi. So, ein Problem hier, ein großes, ist halt, die Waffenaufhängungen sind recht niedrig. So, mal schauen, ob... wo. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Arti hingesetzt habe, ob bei denen oder bei uns. Scheinbar nicht bei denen. Ansonsten hätte ich jetzt irgendwie mal Damage-Marker gekriegt hier im Cockpit beim Fadenkreuz. Nichts passiert. Na, zu früh, zu fuchtelig losgesetzt, das Ding verschwindet. Aber okay, muss ich den Schaden halt so machen. Ich spekuliere auf 200 Kills oder 600 Damage. Gerne auch beides und mehr. Warum machen wir jetzt hier Nesca? Aber par excellence ist doch. Nun, dann lass uns mal schön unsere Runden drehen. Jo. Das muss doch irgendeiner von euch gesehen haben. Da hinten ist was. Ach, Mann. Das ist halt die Scheiße am Nesca. Man kann... Kollege. Man kann ohne weiteres als Assault MacArthur dann von hinten aufgeraucht werden. Weil irgendwann der Feind merkt so, ey, die laufen im Kreis, da laufen wir mal im Kreis hinterher. Und wer ist das Schlusslicht in der Regel? Klar, die Assault Max, die einfach lahmarschig sind. Also der hier besonders, ne? 47,9 km/h. Den Bild kann man natürlich auch noch optimieren. Die Laser weglassen. Und dann... vielleicht Endo-Stil einbauen oder so weit. Oder auf eine XL-Engine gehen und also ein Chroms. Ja, wobei eine XL-Engine, naja, Munition schlechter verteilen könnte man etc. Also, das Teil ist halt langsam, aber wie es sich gehört für ein Geschütztum, ist mal auch primär stationär, ne? Und Godzilla wirkt ja auch nicht immer so übermäßig schnell, also... ist das, würde ich jetzt mal frei behaupten, wohl in Ordnung. So, und da hinten haben wir was. Guck mal, wie tief die Ärmchen hängen, ne? Das ist echt unglaublich. So, und weiter vorwärts schieben, damit wir nicht den Push des Gegners erliegen.
mal schön hier runter droppen, quasi droppen, also hier den Berg als Deckung ausnutzen. Und ganz leise wie ein Godzilla Ninja weiter schleichen. Und dann kommen wir um die Ecke und machen. Ach, keine Ahnung, ich kann Godzilla nicht nachmachen. Der kreischt ja mehr, ne? Er klingt irgendwie auch so ein bisschen angepisst, ne? Also, aber auch so dievenhaft. Keine Ahnung, der hat mir den Champagner in einem Sektglas gegeben. Irgendwie so. Ja, King Crab Buddy, wir regeln das jetzt. Charge! Wow! Na, komm schon, kleiner Stalker. Der wird sogar schon schön gespottet. Da, der Griffin. Schade, er ist doch aufgestanden. Losgelaufen. Also eigentlich müsste irgendjemand jetzt mal sagen, jo, nimm mal hier den Annihilator als Prime. Und überhitzt, fuck, jetzt kommen noch mehr Raketen rein oder so? Nee. Creek Rock Carbon hat sich den gut. Carbon. Creek Rock Carbon, geiler Name. Warum? Ich habe von hinten einen schlimmer aussehenden Torso als von vorne. Na komm, und nach shit in den Hügel geballert. Der war überhitzt, hat einen offenen CT und was mache ich? Erstmal schön noch den Berg umgraben. Ja, hier einfach ein Profi bei der Arbeit zu gucken, ne? Und. So. Endlich. Ich muss aber noch mehr töten. Das ist jetzt gerade alles echt nicht gut für mein Ego, wie das abgelaufen ist. Oh, der ist tot. Kommt schon, Leute, jetzt folgt mir doch mal. Meine Güte, ey, ich bin hier so schön geil am Pushen. Oh ja. Yeah. Okay, bye bye, Target. So. Wenn man jetzt einfach mal sehen könnte, wie viel Damage das Teil eingesteckt hätte. Ich glaube, da wären wir auch schon bei 300 oder sowas. Wenn sich das Ganze anschaut. Wenn ihr erstmal seht, wie viel Panzerung der da teilweise hat. Na, er rennt jetzt. Chicken. Wir werden jetzt sowieso gewinnen, einfach dadurch, dass wir hier campen. Zu Ende. Und also das ist halt das Geile am Annihilator. Das Teil, das kann pervers viel austeilen. Es ist scheiße langsam. Aber ich kann so krass viel austeilen. Und zugleich so mega viel einstecken. Ihr habt ja gesehen, ich habe gerade den Push angeführt. Komm, komm. Ah, wobei ich brauche keinen weiter draufhalten. Wir gewinnen jetzt einfach. Woo! So, auf jeden Fall, den Push habe ich gerade angeführt. Ich war im Focus Fire vom Gegner. Und das Ding läuft immer noch mit 52% durch die Gegend. Also es war auf jeden Fall schon ein richtig geiler tanky Move. Und zugleich auch wirklich viel Schaden ausgespuckt. Da 810 Damage, 2 Kills, 810 Damage. Ja, da wurden meine Träume doch glatt erfüllt. Also wenn ihr einen Annihilator habt oder überlegt einen zu kaufen, das Ding hier so solltet ihr dann mal euch zulegen, ausprobieren. Da geht definitiv einiges mit. Also ich habe da im Moment sehr viel Spaß an dem Teil. Ich habe ein paar Annihilator-Builds ausprobiert und hier, ich musste einfach endlich mal wieder Dakar fahren. Und eigentlich war jede Runde so 500 bis 700 Damage und zwischen 2 und 4 Kills tatsächlich. Von daher ist das Ergebnis im Rahmen. Oh, da fällt rein, so der Info-Channel. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass ihr da reinschaut und euch entsprechend dadurch manövri düdelt. Gell? Ah, genau, dass ihr euch da, dass ihr das befolgt, nämlich dem im Anmeldungs-Channel eure feste Anmeldung nochmal sagen. Weil ich habe keinen Plan mehr, wer kommt. So, auf jeden Fall jetzt hier, so ist der zweite Ding, so schaut es aus. Er ist zu groß fürs MacLab. Da, Milfboat.
Ich finde ihn schon sehr geil mit dem kleinen Atlas-Gucker oben drauf. So, und im MacLab, so sieht der Teil aus. Light Engine 275, also wenn die beiden Seitentorsi weg sind, ist der Mech halt weg. Aber bis dahin geht auch wirklich viel Zeit ins Land. Da rieselt viel Panzerung aus Schlachtfeld. Der pro Seitentorso nach vorne in 102 Panzerung. Im Center-Torso 148 zur Front. Pro Bein 75, pro Arm 63. Und die Arme sind das niedrigste Ziel, geringste, das seltenste Ziel. Da könnte man auch getrost nochmal irgendwie runtergehen auf 50 Panzerung oder sowas. Und ja, in die Beinchen Munition. Und natürlich die Seitentorsi dann mit Case entsprechend geschützt. Man kann das Ganze auch ein bisschen nochmal mehr umverteilen, also mixen, dass man in den Beinen Ultra C5 und Ultra C10 Ammo hat und in den Seitentorsi entsprechend der gleiche. Man kann hier natürlich auch ein Quattro Ultra AC5 Bild bauen, wobei das Ding irgendwie im Moment Hitzeprobleme hat, habe ich bei meiner Kingcraft festgestellt. Ob da jetzt auf einmal eine Ghost Heat existiert oder ob sie schon immer da sein sollte und jetzt erst funktioniert, weiß ich nicht so genau. Das Ding muss ich mir auf jeden Fall nochmal genau angucken. Und ja, man könnte hier halt einen 5-fach Energy und irgendwas Quattro AC5 oder sonst was Bild machen. Bei der Skillung habe ich natürlich erstmal geschaut, dass das Ding zumindest ein bisschen Geschwindigkeit rausholen kann. Also hier wieder den Standard runter. Oh, warum habe ich denn Torso Jaw genommen anstelle von Heartbreak? Das ist ja auch ein bisschen doof. Torso Jaw ist halt so ein bisschen, dass man den Torso noch weiter kippen kann, 2%. Aber da ist Heartbreak ein bisschen besser. Da bremst man nämlich schneller ab. Ich weiß nicht, wieso das jetzt passiert ist, da war ich wahrscheinlich ein bisschen verwirrt. Aber nun, nehmen wir mal so hin. 21 Punkte für Speed Freak, damit der Ding immerhin auf 47,9 kommt. Bei Survival, alles geskillt, bis auf AMS Overload und den ein Reinforced Casing, habe ich weggelassen, weil, dass man selbst einen kritischen Treffer bekommt, sehe ich persönlich immer nicht so als den größten Problem an, das größte Problem an. Weil wenn das soweit ist, irgendwie, naja, da gehen halt mal Komponenten flöten oder so, aber ich habe noch nie so häufig gehabt, dass mir durch einen Crit, also gefühlt, zumindest von der Beobachtung her, man kriegt ja keine Schadensanzeige dahingehend. Auf jeden Fall, aber ich glaube, ich zumindest durch einen Crit noch nie so konkret zu viel einen Seitenteil verloren oder so hat. Und dieser eine Prozent ist für mich da noch zu verkraften. Hier ist dann der übliche eine Oxy-Skill-Point. Skill-Note, damit ich hier den zweiten Consumable-Slot habe. Und den Rest schön in Firepower reingesteckt. Laser-Duration haben wir mitgenommen, weil es so auf dem Weg, hier lag es auf dem Weg. Und da der eine Punkt, den Bonus habe ich mir dann einfach mal gegönnt, damit die noch eine geringere Strahldauer haben. Das ist eigentlich immer nice to have. 7,5% reduzierte Strahldauer. Ich finde, so insgesamt macht sie das theoretisch bemerkbar. Ansonsten Magazinkapazität und Ultra AC hier Zeug, ne? Dass die Ultra Jam Dauer reduziert ist um 15% insgesamt, wenn man beide Notes hat. Und halt die erhöhte Magazinkapazität immer super. Und ansonsten habe ich mir geschaut, dass ich hier Cooldown und Range richtig schön mitnehmen kann. Heat Generation reduzieren war nicht die oberste Priorität, aber es ist immer nice to have, wenn man es auf dem Weg mitnehmen kann, weil ein bisschen Hitze machen die ballistischen Kanonen dann ja doch. Und damit bedanke ich mich herzlichst fürs Zugucken, Leute. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Bis zum nächsten Mal.